Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bürgerschaftliches Engagement bereichert überall in unserem Land die Gesellschaft. Die Menschen kümmern und sorgen sich um eine gute Nachbarschaft, um Projekte und um Vorhaben, ohne die eine Gesellschaft in sozialem Zusammenhalt nicht gelingen könnte. Und viele Projekte sind in den letzten Jahren entstanden. Zu denken sind an Initiativen für Kindertagesstätten, Gaststätten und Vereinslokale, die sonst geschlossen wären, in Investitionen in Blockheizkraftwerke und Windräder, aber auch der klassische Dorfladen, der die Versorgungssituation gerade auf dem Land und in Stadtteilen verbessert. Die konkrete Frage, vor der die Menschen stehen, ist eine ganz praktische. Welche Rechtsform sollen wir für diese Initiativen wählen? Und klar ist für uns, das Recht soll den Menschen und ihren Projekten dienend zur Seite stehen. Deswegen darf es nicht zu formal sein, wie bei einer Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit begrenzter Haftung. Aber auch eine persönliche Haftung, wie bei einer BGB-Gesellschaft, muss für diese Menschen ausfallen, weil sie schlichtweg nicht zumutbar ist. Es geht den Menschen, die sich engagieren, nicht um den persönlichen Ertrag, sondern es geht ihnen um den Gewinn für das Gemeinwesen. Und das unterstützen wir. Wir haben uns deswegen zu fragen, ob wir nicht eine neue Rechtsform einführen sollten. Ich glaube aber, dass wir eines mit Fug und Recht festhalten können. Es besteht in diesem Land kein Mangel an Rechtsformen. Und eine weitere neue Gesellschaft wäre nicht unbedingt ein wesentlicher Beitrag zum Bürokratieabbau. Es ist deswegen richtig, die Lösung für die Probleme in den bestehenden Rechtsformen zu suchen. Und es ist richtig, dass dieser Gesetzentwurf zunächst einmal das Vereinsrecht in den Blick nimmt. Wirtschaftliche Vereine können tatsächlich eine taugliche Rechtsform sein, um diese beschriebenen Projekte, um gerade bürgerschaftliches Engagement auch rechtlich abzusichern. Gerade dann, wenn eine Kapitalgesellschaft oder eine größere Gesellschaft nicht zumutbar erscheint. Deswegen mein Appell bereits jetzt vor Beginn des Gesetzgebungsverfahrens. Lassen Sie uns die Zulassung für wirtschaftliche Vereine unbürokratisch handhaben. Lassen Sie uns gerade auf Länderebene auch den Ländern die entsprechende Möglichkeit geben, diese Vereine auch schnell gründen zu lassen. Und ja, es ist richtig, dass auch die Genossenschaften gestärkt werden. Genossenschaften sind ideale Rechtsformen für Kooperationen, für Gemeinsinn und für Zusammenhalt. Und sie sind vielleicht die demokratisch verfassteste Rechtsform, weil jeder Genosse eine Stimme hat, egal wie viel Kapitalanteil er einbringt. Und weil jeder, der Verantwortung trägt, im Aufsichtsrat und im Vorstand, auch Mitglied dieser Genossenschaft sein muss. Es ist eine Selbstverantwortung aus sich selbst heraus. Und deswegen ist es richtig, dass wir die Gründung für die Genossenschaften erleichtern, dass wir auch zulassen, dass Kleindarlehen an Genossenschaften gegeben werden, dass Mitglieder mit ihren Darlehen finanzielle Verantwortung für die eigene Idee übernehmen. Ich glaube, das sind gute Lösungen für ein modernes Genossenschaftswesen. Wir müssen uns auch überlegen, wie wir zukünftig mit den Prüfungen umgehen. Im Genossenschaftsrecht ist vorgeschrieben, dass jede Genossenschaft eine verpflichtende Prüfung durch den Genossenschaftsverband zu erdulden hat. Und diese Prüfung ist dem Kern nach richtig, weil wir die Lauterkeit und das Funktionieren des genossenschaftlichen Wesens auch irgendwie überprüfen müssen. Und die geringe Insolvenzrate beispielsweise von Genossenschaften, die in dieser Rechtsform so gering ist wie in keiner anderen Rechtsform, zeigt, dass dieses genossenschaftliche Prüfungswesen ja auch seinen Sinn und Zweck gerade nicht verfehlt hat. Deswegen lassen Sie uns in Ruhe und besonnen überlegen, wie wir die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Prüfungen in Zukunft auch regeln.
Ich glaube, wir müssen einen Mittelweg gehen. Einerseits zwischen möglichen Erleichterungen für kleine Genossenschaften und andererseits das Vertrauen in diese Rechtsform, die gerade durch die Prüfungen herbeigeführt und erhalten wird. Meine Damen und Herren, insgesamt ist dieser Gesetzentwurf ein Appell an ein Stück weit stärker gemeinwohlorientierte Wirtschaftspolitik in den Stadtteilen und in den ländlichen Räumen. Es ist ein Gesetzentwurf für gute Nachbarschaft und Zusammenhalt in diesem Land. Lassen Sie uns den angehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich schließe damit.